Herzlich willkommen zur Coffee Lecture von der Idee zum Objekt 3D-Druck in der UB. Das ist Nico, ich bin Frank und in den Maker-Kreisen normalerweise auf Du, deswegen sind die Vornamen hier groß gedruckt. Wir experimentieren heute so ein bisschen. Zum allerersten Mal machen wir hier so eine kleine Live-Vorführung. Das heißt, ihr seht hier schon den 3D-Drucker in Aktion. Der steht normalerweise im ersten Stock. Und wenn das alles klappt, dann sollte der nach der Coffee Lecture auch mit dem Druck fertig sein. Und dann sind, ja, jetzt will ich aber nicht zu viel spoilern, dann passiert noch irgendwas. Okay. Wir beiden sind primär die Ansprechpartner für den 3D-Druck hier in der UB. Und ja, wir wollen jetzt erstmal mit so einer kleinen Umfrage starten. Also uns interessiert, inwiefern ihr mit 3D-Druck schon Erfahrungen gesammelt habt. Wer von euch hat schon mal selbst was in 3D gedruckt oder etwas 3D gedruckt bekommen? Einfach kurz Handzeichen, bitte. Ah, okay. Und die zweite Frage richtet sich dann an die drei. Wer hat schon einen eigenen 3D-Drucker? Noch nicht? Wunderbar. Und das ist eigentlich das Wunschergebnis, das wir hören wollten, weil der Hintergrund ist natürlich, dass wir hier ein solches Angebot machen wollen für all diejenigen, die sich keinen eigenen 3D-Drucker kaufen wollen und auch keinen Zugang zu einem 3D-Drucker haben. Das heißt, an wen richtet sich das Angebot? An Studierende zunächst mal, aber auch an alle Mitarbeitenden der JLU. Das ist deshalb wichtig, weil wir die Begleitplattform ILIAS und auch GitLab benutzen, aber da sagen wir gleich noch ein bisschen mehr dazu. Genau, wir haben ansonsten was mitgebracht, eine Vitrine, die steht normalerweise neben dem Eingang und da könnt ihr, wenn ihr wollt, nachher auch nochmal einen Blick reinwerfen. Das sind so ein paar Objekte, die wir hier gedruckt haben. Das sind welche aus dem wissenschaftlichen Kontext, da sind aber auch welche dabei. Ich sag mal, hier ist so ein Chamäleon. Das kann man auch einfach zum Spaß mal drucken, um ein bisschen Erfahrung mit den Dingen zu sammeln. Also da gerne nachher nochmal einen Blick reinwerfen. Ansonsten gibt es eine Website. Hier ist der QR-Code zu sehen. Der ist aber auch abgedruckt auf dem Plakat. Und das Plakat ist auch immer neben dem Eingang. Also das könnt ihr euch, wenn ihr wollt, einfach im Nachgang nochmal abscannen. Da kommt ihr auf die Webseite zum 3D-Druck und da ist dann auch alles erklärt, ja, wie das Ganze funktioniert, wie ihr hier zu eurem ersten Druck kommt. Genau, und dann komme ich zum Wort. Ohne Vorfleiß kein Preis. Gut, dass Frank die UB-Seite angesprochen hat, denn die müsste man aufrufen, wenn man hier überhaupt 3D drucken möchte. Auf der Seite haben sie einige Informationen zum 3D-Druck, alles drumherum, was dazugehört, und auch ein Video im ILIAS-Kurs. Den müsste man aufrufen, sich anmelden, das Video anschauen. Das ist ein einstündiges Video. Ist alles erklärt, was im 3D-Druck so am Anfang vor allem wichtig ist. Und da wird auch gezeigt, wie man seine allererste Münze konstruieren kann. Die passt in jeden Einkaufswagen, also perfekt auch zum Einkaufen. Man müsste den Schritten erstmal Folge leisten, um eine Münze zu konstruieren. Da sieht man einmal das Beispiel hier, wie man auch mit Buchstaben, Einfräsung und sowas arbeiten kann, sodass man seine Initialien einfräsen kann. Wenn man das gemacht hat, alles wie im Video beschrieben ist, müsste man das noch einmal exportieren. Und wenn man es exportiert hat, nochmal in einem Slicer bearbeiten zu einem G-Code. Ein Slicer ist nochmal eine extra Datei, die sozusagen Dateien umwandelt in eine Sprache, die der 3D-Drucker verstehen kann, damit er das auch drucken kann. Und wenn ihr das alles soweit gemacht habt, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben und um eine Einweisung bitten, dann machen wir gerne einen Termin aus. Kommt zu uns und dann legen wir los. So, und dann kommt auch die Einweisung bei mir direkt. Wie gesagt, eine Terminabsprache, die ist wichtig, mir schreiben, dann kann man ausmachen, wann es uns beiden passt. Das Hauptthema bei unserem 3D-Drucker-Projekt ist generell Learning by Doing. Außer der Einweisung bekommt ihr bei uns nichts mehr, also nur noch außer Fragen beantworten und mal mitkommen können wir gerne, aber ansonsten denkt man sich eigentlich alles selbst bei. Ihr schaut selbst nach, was es für Objekte gibt zum Drucken, schaut selbst nach, wenn es Probleme gibt, versucht sie selbst zu lösen. Das ist dann dieser niedrigschwellige Lernprozess, der dann halt Erfolge mit sich bringt, wenn man dranbleibt. Eigenes Filament mitbringen ist auch eine Möglichkeit. Wir stellen natürlich Filament zur Verfügung. Wir haben PLA-Filament, da gibt es verschiedene Sorten davon, aber wir benutzen nur PLA in verschiedenen Farben. Falls mal eine Farbe nicht da sein sollte, die ihr gerne haben würdet, könnt ihr gerne Anfragen senden oder, wie dort steht, eigenes Filament mitbringen. Dann gibt es eine Aufsichtspflicht beim Drucken. Nicht, dass da jetzt jemand durchgehend neben euch sitzt und auf den Drucker guckt, sondern ihr müsst einfach beim Drucken dabei sein. Der Drucker kann
zu jedem Zeitpunkt irgendwie ein Problem bekommen und da muss man halt reagieren, damit er sich nicht verstopft oder sonst was. Da muss man den Druck manuell stoppen. Ausnahmen sind, dass man bis zu 15 Minuten außerhalb des Raumes sein kann. Um mal zum Beispiel eine rauchen zu gehen, auf die Toilette zu gehen, sich einen Kaffee zu holen, das kann man alles schnell machen, aber dann bitte wieder im Raum sein. Oder mit Freunden absprechen, die auch eine Einweisung haben, die können dann halt in der Brückenzeit auf den Drucker aufpassen. Druckzeiten und Möglichkeiten, das sind natürlich unsere Öffnungszeiten. Von morgens bis abends, bis wir schließen, könnt ihr drucken, bis auf die halbe Stunde vor Schluss. Da sollte man dann den Drucker langsam ausmachen. Und Möglichkeiten gibt es halt so viele wie alle Seiten, die es zum 3D-Druck gibt, zur Verfügung stellen. Und Verhalten im Druckraum ist wie in einem normalen Gruppenarbeitsraum, könnt ihr euch dort unterhalten mit Freunden, ihr könnt dort arbeiten. Empfehlung ist nur, dass man jetzt, wenn ein Druck bei dem Drucker stattfindet, nicht das Fenster aufreißt, da Windstöße zu Problemen führen könnten und auch nicht mit den Tischen wackeln, wenn die Drucker gerade drucken, das kann nämlich auch zu Problemen führen. Und dann kommen wir noch zu einem kleinen Projekt, was Studierende für Sportwissenschaften bei uns gemacht haben. Die hatten nämlich Lust, einen Roboterarm zu drucken. Den könnt ihr einmal auf dem Bild ganz rechts sehen. Der wurde aus fluoreszierendem PETG gedruckt. Das ist zum Beispiel ganz normales Filament, wie wir es jetzt benutzen. Nur, dass es anders hergestellt wurde, sodass es, wenn es gedruckt wird, härter ist. Dadurch kann man dann auch in sowas reinschrauben, wenn man möchte. Bei PLA ist das eher schwierig. Und fluoreszierend, weil es halt im Dunkeln schön leuchtet. Wenn man dann so einen riesigen Roboter hat, der leuchtet nachts, ist halt cooler als einer, der nicht leuchtet. Der Arm ist auch steuerbar, man kann die Faust schließen und öffnen, einzelne Finger bewegen, das haben sie halt mit Servomotoren hingekriegt. Wir haben auch einen Schraubendreher einfach mal in die Hand reingedrückt, Befehl gegeben, Hand schließen und er konnte den ganz normal halten, ist nicht mehr rausgefallen. Sowas ist halt mit 3D-Druck möglich. Aber kommen wir wieder zum Punkt Lernprozess zurück, Learning by Doing, die haben auch gelernt und haben halt eine Basisplatte zerstört, weil sie ein bisschen zu viel gelernt haben. Aber das gehört halt dazu, Fehler passieren, dadurch haben wir ein bisschen mehr wieder gelernt und sind auch wieder auch ein bisschen schlauer geworden. Genau, das ist ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist mal ein Beispiel aus der Praxis, aus der Wissenschaft. Das heißt, da gab es auch ein begleitendes Seminar. Und die Servomotoren wurden von einem kleinen Computer gesteuert und die Steuerung sozusagen, das wurde überhaupt erstmal in Sportwissenschaften, wurden Bewegungen analysiert etc. Und die wurden dann letzten Endes auf den Roboterarm übertragen. Also das machen wir, dass wir so eine Zusammenarbeit haben mit Lehrenden, aber auch die Nutzung so für euch ist natürlich möglich. Genau, und dieser Lernprozess, zerstörte Basisplatte, das sagte Nico ja schon ein bisschen, das ist auch ein Grund, warum man dabei bleiben sollte, weil sowas immer mal passieren kann. Das war schon ein relativ krasses Beispiel, weil ein anderes Material benutzt wurde, andere Temperaturen etc. Deswegen ist es wichtig, ja, dass man sich da auch entsprechend austauscht. Wir haben es letzten Endes ganz gut lösen können und einfach eine neue hitzebeständige Basisplatte vom Kurs bekommen. Hier ist nochmal ein anderes Beispiel von Exponaten, die aus dem Oberhessischen Museum vielleicht noch bekannt sind, aus der antiken Sammlung. Da gab es eine Ausstellung im Botanischen Garten damals. Und im Botanischen Garten wollte man natürlich nicht die Originale ausstellen. Und damals sind die Figuren, also diese ägyptische Holzstatuette, die ist eingescannt worden, in 3D-Modell übertragen worden, dann hier gedruckt, bemalt worden, damit sie so ein bisschen wie das Original aussieht. Und so ist es letzten Endes in der Ausstellung dann im Botanischen Garten auch gelandet, wo es natürlich keine Aufsicht gab. Gut, hier noch ein Hinweis auf unser GitLab und den Schlüssel. Das GitLab ist eine Plattform, in der man zusammenarbeiten kann und da gibt es ein eigenes Projekt für den 3D-Druck, worüber wir uns koordinieren. Das heißt, immer wenn es irgendwas Neues von unserer Seite gibt, dann schreiben wir das da rein und alle, die im GitLab sind, bekommen dann diese Benachrichtigung. Und auf die Art und Weise können wir uns austauschen, auch über Druckobjekte beispielsweise. Ja, also wir lernen ganz viel durch euch. Auch das lässt sich dann einfach dokumentieren und anderen mitgeben. Es geht also hier nicht nur um den Gedanken 3D-Druck, ich drucke mir was aus, sondern auch so um den Gedanken der Zusammenarbeit, der Kollaboration. Wir sind nicht die Aufsichtspersonen, sagte Nico ja auch schon, sondern das läuft eigenständig. Das heißt, ihr könnt auch samstags oder sonntags hier drucken. Das ist gar kein Problem. Alles, was ihr dafür braucht, da piept es irgendwie. Ja. Warum piept es da eigentlich, Nico? Wir haben im Slicer, wo wir die Münze konstruiert haben, nochmal bei einer gewissen Schicht gesagt, dass wir da mal aufhören soll,
da wir das Filament gerne wechseln würden, damit die Münze zweifarbig ist, weil wir das halt cooler finden und einfarbig langweilig ist. Und jetzt ist es halt an dem Punkt angekommen, wo das Filament halt fertig ist auf der Schicht. Und jetzt fragt er, ob das Filament erfolgreich entladen hat. Kann ich halt prüfen, indem ich einfach mal hier dran drehe, ob das auch rauskommt. Ist rausgekommen, also hat das entladen. Dann kann ich mich jetzt schon entscheiden, was für eine Farbe ich denn gerne hätte. Zufälligerweise habe ich jetzt nur Weiß dabei, deswegen nehmen wir mal Weiß. Genau. Der 3D-Drucker ist ein bisschen penibel, was Filament angeht. Der mag es nicht, wenn das Filament, wenn man es reinsteckt, wenn es stumpf ist oder wenn es irgendwie ganz, ganz spitz geworden ist und länglich geworden ist. Der mag es, wenn man es ungefähr in einem 45-Grad-Winkel anschneidet. Egal wo. Einfach nur anschneiden, das gefällt ihm. Das nimmt er gerne an. Dann einfach wieder die Schraube hier rein, um das hier zu fixieren. So, und dann sage ich ihm, es hat alles geklappt. Und dann möchte er, dass ich ihm mal wieder neues Filament gebe. Drücke ich einfach hier durch den Schlauch rein, bis ich halt einen Widerstand spüre. Wenn ich einen Widerstand spüre, weiß ich, okay, der will wieder was von mir. Dann drücke ich auf Weiter und halt einfach nur gegen und spüre, wie er es direkt einzieht. So, und jetzt muss er sich ein bisschen reinigen. Der hat ja jetzt gerade schon blaues Filament gedruckt. Das ist noch ein bisschen drinne, deswegen muss er jetzt ein bisschen ausspucken, bis es halt weiß wird. Und wenn es weiß wird, sage ich ihm, es passt. Und dann macht er auch weiter. So, stimmt die Farbe? Da ich am nächsten dran bin, würde ich sagen, ja. Nehme ihm das hier weg, sage ihm, es stimmt. Und dann macht er selbst weiter. So. Genau. Okay, ja, danke für die Live-Demo. Warum zweifarbig? Ja, das sieht einfach ein bisschen besser aus. Das ist jetzt hier mal so eine Beispielmünze mit Just Find drauf. Also die drucken wir hier gerade und möchten euch auch einladen, nachher nach der Coffee Lecture euch einfach so einen Einkaufschip schon mal mitzunehmen. Mit einem solchen Einkaufschip und euren Initialien könnt ihr den Drucker selbstständig nutzen, also nicht hier mit dem Just Find, sondern mit euren Initialien. Deswegen müsst ihr so eine Konstruktion auf alle Fälle noch selbst machen. Und dann könnt ihr einfach oben in den ersten Stock gehen an die Information mit eurem Chip und eurem Studienausweis. Und mit der Kombination bekommt ihr dann den Schlüssel. Der Schlüssel, das ist, was ihr hier seht, dieses Pokémon. Das ist so ein großes Pokémon. Der Schlüssel ist nämlich mal ein paar Tage weggekommen. Da hat ihn versehentlich jemand eingepackt und deswegen haben wir hier so ein stacheliges Pokémon gedruckt. Das steckt man nicht mehr so gern in die Tasche. Das fällt dann irgendwie auf. Also den Schlüssel bekommt ihr dann und könnt den selbst benutzen. Das ist alles im GitLab auch beschrieben, aber das erklärt Nico dann auch. Genau. Gut, ja, Just Find kennt ihr wahrscheinlich alle. Bei der nächsten Recherche oder beim nächsten Einkauf gibt's nach der Coffee Lecture hier einfach nochmal die Bilder vom Druck, aber ihr könnt auch gerne hier gleich nochmal schauen, wie der Druck dann läuft. Ja, vielen Dank heute fürs Dabeisein bei der Coffee Lecture. Hoffentlich bis bald beim 3D-Druck und ich möchte noch ein bisschen Werbung machen, weil in 14 Tagen bei der nächsten Coffee Lecture kommt der Makerspace Gießen. Mit denen arbeiten wir auch zusammen. Die haben uns damals vor 2 Jahren den ersten Drucker ausgeliehen, damit wir das alles mal ausprobieren konnten, nämlich genau so einen Drucker. Und so ist das Projekt hier an der Uni überhaupt erst ins Laufen gekommen und das Original in 14 Tagen hier, die den großen Makerspace nochmal vorstellen. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank.